Am gestrigen Mittwoch kam Bundeskanzlerin Angela Merkel erneut mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer zusammen, um die nächsten Schritte in der Corona-Pandemie zu besprechen. Welche Beschlüsse diesmal getroffen wurden, erfahren Sie jetzt. Der Frühling 2021 wird anders sein als der Frühling vor einem Jahr. Das verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel am Mittwochabend nach dem Bund-Länder-Treffen. Denn dieses Jahr gäbe es die Impfungen und die müssen vorangetrieben werden. Der Abstand zwischen der Ersten- und der Zweitimpfung bei den jeweiligen Impfstoffen, also bei BioNTech und bei AstraZeneca, soll maximal ausgenutzt werden. Das heißt, immer erst zum Ende der Genehmigungsphase, BioNTech 42 Tage, AstraZeneca 12 Wochen, soll die Zweitimpfung verabreicht werden. Dadurch können wir schneller mehr Menschen erst impfen. Außerdem soll AstraZeneca auch für höhere Altersgruppen zugelassen werden. Dann stellte Merkel die Öffnungsperspektiven vor. Vollkommen unabhängig von der Inzidenz dürfen ab dem 8. März Buchhandlungen öffnen. Die nächsten Öffnungsschritte sind dann doch wieder von den Inzidenzen abhängig. Bei unter 50 kann der Einzelhandel aufmachen mit Quadratmeterbeschränkungen. Museen, Galerien, Zoos, botanische Gärten auch. Außensport auch, aber etwas in erweitertem Maße. Bei einer Inzidenz über 50 kann der Einzelhandel Einkaufen nach Terminen ermöglichen. Und Museen, Galerien und botanische Gärten dürfen mit Terminbuchungen öffnen. Sollte bis zum 22. März die Inzidenz stabil bleiben oder sogar sinken, kommt der nächste Öffnungsschritt. Der würde dann umfassen die Außengastronomie mit vorheriger Terminbuchung, wenn man über 50 liegt. Bei unter 50 die Außengastronomie ganz allgemein. Er würde umfassen Theater, Konzert- und Opernhäuser und Kinos. Dabei jeweils mit einer Absicherung durch einen Schnelltest und unter 50 wieder ohne, dass es notwendig ist, dass Tests vorgezeigt werden. Wenn die Inzidenzen sich in den darauffolgenden 14 Tagen nicht verschlechtern, könnten ab dem 5. April sogar wieder Freizeitveranstaltungen mit höchstens 50 Teilnehmern möglich sein. Erfreuliches gibt es im privaten Bereich. Ab dem 8. März dürfen sich zwei Haushalte mit maximal 5 Personen treffen. Liegt die Inzidenz unter 35, dürfen sich sogar 3 Haushalte mit maximal 10 Personen treffen. Es wurde aber auch eine Notbremse eingebaut. Sollte die Inzidenz über 100 steigen, werden alle Schritte zurückgenommen.